Inzwischen sind es schon 51 Ebola-Verdachtsfälle im Kongo und das Erschreckende, zum ersten Mal gab es einen Ebola-Verdachtsfall in einer Millionenstadt. Wir hatten ja darüber berichtet, das ist eine große Gefahr, aber die Weltgesundheitsorganisation reagiert dieses Mal deutlich schneller als bei der letzten Epidemie, bei der zwischen 2014 und 2016 mehr als 11.000 Menschen in Westafrika starben. Wird es dieses Mal soweit kommen? Die aktuelle Entwicklung bei Klicks um Science and Fiction, herzlich willkommen. Es ist bereits der 9. Ausbruch im Kongo von Ebola in den letzten 40 Jahren und bisher hält er sich noch in Grenzen. Das sind Gott sei Dank noch sehr übersichtliche Zahlen, die da aus dem Kongo gemeldet werden. Bisher 51 Verdachtsfälle und 27 Tote. Wobei sich die Verdachtsfälle während der letzten Epidemie fast immer alle erhärtet hatten. Aber dieses Mal hat die Weltgesundheitsorganisation WHO wirklich sehr schnell reagiert. Der Generalsekretär der WHO, Tedros Ghebreyesus, war schon vor Ort und konnte jetzt auf der Jahrestagung der WHO aus erster Hand berichten. Er ist sehr besorgt über den Patienten in der Millionenstadt Mbandaka. Andererseits sieht er die WHO deutlich besser vorbereitet als noch 2014. Am Flughafen der Millionenstadt werden alle ankommenden Passagiere auf Fieber untersucht. Und im Gegensatz zum Ausbruch 2014 gibt es jetzt endlich einen Impfstoff. Er ist zwar noch nicht zugelassen, wird aber jetzt bereits im Kongo eingesetzt. Alle Personen, die mit Erkrankten zu tun haben, das sind rund 600, werden jetzt geimpft. Damit wird das Risiko eines Superverbreiters deutlich gesenkt. Das könnte zum Beispiel eine Pflegerin oder ein Pfleger sein, der dann zahlreiche Gesunde anstecken würde. Allerdings ist das alles keine Garantie, dass der Ausbruch wirklich kontrolliert werden kann. Bei der letzten Epidemie in Westafrika war es unter anderem eine Heilerin, die zur Superverbreiterin wurde. Und letztlich können ja auch nicht alle Reisenden in und aus der Stadt kontrolliert werden. So hat die aktuelle Epidemie zwei Seiten. Zum einen war die Weltgesundheitsorganisation noch nie so gut vorbereitet. Zum anderen gab es aber noch nie einen Fall so früh in einer Millionenstadt. Es bleibt also leider sehr spannend im Kongo. Wenn ihr nichts zu Ebola und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video. Ihr wisst ja, die Abo-Box bei YouTube, die ist ja nicht so zuverlässig. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie. Und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks zum Social and Media abonnieren. Da geht's auch hierhin. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Mit allen Infos zur aktuellen Ebola-Epidemie. Ja, ansonsten bis dann. Bleibt dran.